Nächste Rednerin Martina Diesner-Weiß von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren im Nationalrat, ich spreche zur Bürgerinitiative 102, wo es darum geht, Wahlfreiheit braucht auch Wahlmöglichkeit, wo es um die Modellregionen geht und die Bürgerinitiative befürchtet, dass eben Sonderschulen dort dann nicht mehr vorkommen und sie lehnen jeglichen Zwang ab. Wir haben eine Stellungnahme vom Bildungsministerium angefordert und das Bildungsministerium hat uns geschrieben, dass das Arbeitsprogramm der Bundesregierung und auch der nationale Aktionsplan für Behinderung eben vorsieht die Modellregionen und auch den Ausbau der Integration. Sie haben aber auch angemerkt, dass das Pflichtschulwesen und damit auch die Sonderschule den Bundesländern zur Vollzugszuständigkeit gehört. Ich denke, wir haben die Verpflichtung, diese Bürgerinitiative und auch alle anderen sehr ernst zu nehmen. Und wir haben auch als ÖVP Verständnis für die Forderung, denn wir sind auch für die Wahlfreiheit und das gemeinsame Lernen von Kindern mit Behinderungen und ohne Behinderung, glaube ich, braucht noch die nötige Aufklärung. Ich bin auch der Meinung, es ist nicht jedes Kind integrativ oder inklusiv in der Klasse zu betreuen. Und von der Lehrerschaft, die sind der Meinung, dass sie noch nicht besonders gut vorbereitet sind, eben im Regelschulwesen diese Aufgabe zu übernehmen, denn häufig fehlt es da an der Fortbildungsangeboten und an Unterrichtsmaterialien. Es braucht auch die nötige Zeit und Motivation, integrativ eine Klasse zu betreuen. Und wie gesagt, es sind auch die Gebäude noch nicht barrierefrei überall und müssen dementsprechend umgebaut werden. Es darf einfach das Neue nicht der Feind des Bewährten sein. Und so sind Zentren und der Sonderpädagogik leisten gute Arbeit. Und ich denke mir, wir müssen einfach das Ganze individuell für jedes Kind betrachten. Und man darf auch die hervorragende Arbeit, die geleistet wird von den Lehrern in den Sonderschulen, aber auch in den Regelschulen, muss man eigentlich vors Licht stellen. Und so will ich allen Lehrern ein herzliches Dankeschön sagen. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, dass in der Überlegung muss das Kind einfach im Zentrum stehen. Und die Frage muss sein, was ist das Beste für die Förderung des Kindes? Was muss sichergestellt werden, damit die Schule die bestmögliche Chance für das Kind in Zukunft bieten kann. Und somit ist natürlich eine Verbesserung und die Möglichkeit zur Integration eine wichtige, aber auch Spezialeinrichtungen werden in Zukunft notwendig sein. Wir haben das Ganze dem Unterrichtsausschuss zugewiesen und dort, glaube ich, wird das bestens beraten. So, Martina Diesner-Weiß von der ÖVP zu den Befürchtungen der Bürgerinnen und Bürger bezüglich der Sonderschulen.